Arbeit! Hopp! Hopp! Hopp mir runter! Das ist Körperverletzung! Hört auf! Du auch! Geht mal, wir wollen durch! Wir haben zu tun! Du bist zur Arbeit! Weg! Was hörst du mich, hopp? Mach das aus und löscht es! Löscht es! Klimakleber werden jetzt sogar schon angespuckt. Das sind die Top-News des Tages. Das bekannteste Gesicht der Klimakleber, Martha Krumpeck, wurde Freitag früh zum Ziel einer widerlichen Spuckattacke. Die Anführerin wischte sich das Sekret weg und stellte gegenüber heute klar, ich werde die Person nicht anzeigen, weil wir stören und nerven, aber es muss sein. Können sich hinkleben, wie sie wollen. Nur ich würde sie nicht wieder lösen. Dann kleben sie dort so lange, wie sie kleben wollen. In Lützerath sind gestern ihre Genossen haben sich zum Teil einbetoniert. Bildung heißt, dass ich mal anrufe beim meteorologischen Amt, wie werden die Temperaturen heute Nacht? Dass es natürlich friert, ist ja völlig klar. Jetzt merken die heute Nacht, die Eingefrorenen, jetzt rufen sie, die Feuerwehr, holt uns da raus. So, da würde ich sagen, weil wir ja sehr konsequent sind, wissen Sie was? Mein Presslufthammer funktioniert nur mit Atomstrom oder mit Braunkohle. Sie lehnen das noch ab. Im Mai haben wir wieder Sonnenschein, dann werden wir mit Solarenergie sie da rausholen.